Liebe Freunde, wie geht es euch heute an diesem wunderbaren Tag? Ich bin natürlich euer I only love all Asian ladies love Giant. Ja, ja. Und es heißt natürlich wieder The Binding of Isaac Afterbirth Plus Daily Runs. Die letzten zwei Tage, ich habe jetzt jeden Tag, glaube ich, Daily Runs gemacht. Ich habe zweimal hintereinander war Judas da, Azazel war dabei und sobald ich aufnehme, kriegen wir komplette Rotzchars wie Lazarus. Keine Ahnung warum. Bevor wir übrigens zum heutigen Daily Run allerdings kommen, habe ich frohe Kunde für euch. Ihr wisst ja, dass einige Games, die extrem geil sind, in Deutschland indiziert sind und deswegen überhaupt auch gar nicht erst rauskommen. Zum Glück allerdings gibt es ja so wunderbare Seiten wie MMOGA, bei dem ihr euch Steam Keys letzten Endes holen könnt. Und genauso habe ich es mir bei Hatred gemacht, habe mir bei MMOGA den Game Key geholt und habe es dann letzten Endes Let's Played. Und ich habe mir ein weiteres Game auf MMOGA übrigens geholt, nicht gesponsert, wär aber gar nicht mal schlecht übrigens. Normalerweise bezahlt ihr 50 Euronen für das Game oder 50 Dollar. Auf MMOGA bekommt ihr das Ganze für, ich glaube, 15 Euronen. Ich zeige euch mal, was hier in meiner Download-Queue gerade ist. Oh yeah. Ich habe mir das Review von Angry Joe Show angeschaut. Vash1249 hat es Let's Played und irgendwann leider gedroppt, was ein bisschen schade ist. Aber ich habe unglaublich gerne dieses Let's Play geschaut. Und sobald Dying Light runtergeladen ist, haben wir, glaube ich, ein bisschen, haben wir eventuell ein neues Let's Play auf meinem Channel, werden wir sehen. Aber ja, bevor wir dazu kommen, natürlich der heutige Daily Run, Lazarus, wo müssen wir hin? No Enters, das ist interessant. Aber ja, Daily Run vom 30.08. Kann doch gar nicht sein, haben wir gerade irgendwie Connection-Probleme? Ja, sieht ganz so aus. Ah ja, okay, da haben wir es, alles klar. Es geht bis zu hart. Hoffen wir mal, dass es nicht zu hart wird allerdings. Okay. Lazarus. Was hast du für... Ah, eine Health Up. Okay, schon mal nicht schlecht. Na, schon mal ein Anfang, damit kann ich schon mal arbeiten. Ein Tintadrock haben wir ja auch direkt. Fangen mit einem Curse allerdings an, was nicht ganz so gut ist, aber zumindest nicht der Curse, dass alle Items... Dass wir die Items eben nicht sehen können, weil... Wir wissen, es gibt so Drecks-Items wie Tiny Planet. Und die will logischerweise keiner sehen. Bin immer gespannt, wenn es hier den ersten Daily Run eben auch mit Dr. Knogger letzten Endes gibt. Also, Forgotten? Forsaken. Forsaken, genau. Das war der Name. Oder hieß er Forsaken? Ich glaube, ja. Bei Dr. Knogger müsste auch eigentlich jeder wissen, wer natürlich gemeint ist. Okay, schauen wir mal erstmal, bevor wir Richtung Boss gehen. Hier haben wir einen Button auch direkt in der Mitte. Bevor wir zum Boss gehen, erstmal, wo wir den Item Room haben und was für ein Item wir letzten Endes, oder das Game uns letzten Endes hier aushändigen möchte. Ich hoffe natürlich nur auf Positives von diesem Game gerade. Auf jeden Fall ein Bomb Drop wäre sehr gerne gesehen. Keine Trollbombe, sondern eine handelsübliche. 1+1 Free wäre auch super, natürlich. Okay, etwas größerer Raum, aber der sollte nicht das größte Problem geben hier. Nichts, dass irgendwas Ekelhaftes spawnen kann, bis auf den Kollegen links unten, der, glaube ich, Jumping Spiders spawnen kann. Oder Spider Sex? Irgendwie sowas. Ja, nee, normale Spiders. Geht noch. Item Room haben wir ja auch direkt. Haben wir noch einen weiteren Raum? Nee, das wäre der letzte. Okay, da kommt noch ein Kollege, ja nicht Jumping Spider, aber Big Spider. Jumping Spider wäre scheiße. Also Ragman, hier Champion-Version als ersten Boss, ist, glaube ich, somit das Ekelhafteste übrigens, was man hier in Binding of Isaac kriegen kann. Generell sind Champion-Versionen eigentlich nicht so schlimm in den ersten beiden Floors, bis auf Ragman. Und regulärer Ragman ist auch schon ziemlich scheiße. Alter Mega Man Reject. Okay. Dry Bay. Oh, wir kriegen beide Items. Papa Fly ist, ja... Mist, aber Dry Baby ist ziemlich gut sogar. Wenn es von Tiers getroffen wird, schluckt es ein paar und nach einem nach einer bestimmten Menge explodiert er und es gibt quasi den Necronomicon-Effekt. Ist ganz, ganz gut eigentlich. Ganz guter Familiar. Kann man mal mitnehmen. Reroll ich normalerweise auch, wenn ich die Möglichkeit habe, aber ist ein ganz gutes Pickup. So, wir haben Dry... nicht Dry, Quatsch. Littlehorn, Champion-Version. Ist machbar. Das glaube ich sogar noch tolerierbarer als die normale Version. Und sind das von Papa Fly hier, sind das Homing Tears? Oh ja, okay. Vielleicht doch gar nicht mal so schlecht. Toothpicks, sehr schön, Tears und Shotspeed Up. Letzteres nicht ganz so gut, Tears Up definitiv allerdings schon eher. Direkt wieder auf Full HP. Noch ein Red hat, das wir nicht brauchen.
Gut. Leider keinen Bombdrop bekommen, deswegen bleibt uns der Tinted Rock verwehrt. Aber wir haben zumindest schön rote Tiers durch die Toothpicks, was natürlich nicht heißt, dass wir über 50% Schaden machen. Natürlich nicht. Das wäre in Classic Isaac natürlich so. Und das wird gererollt auf jeden Fall. Weiß nicht, ob 1 Cent da reicht. Könnte, aber gehen wir mal das Risiko nicht ein. Und insofern hier nicht. Warum möchte Papa Fly jetzt hier nicht mithelfen? Das verstehe ich gerade nicht. Weil er hat ja Homing Tears. Muss ich eventuell nochmal im Wiki nachschauen. Irgendwie macht das nicht so viel Sinn. Vielleicht greift er nur Bosse an. Dann wäre das Item doch ein bisschen Arsch. Okay. Alles klar. Lil Monstro Champion. Ja, natürlich. Das war vermeidbar. Definitiv. Sollte eigentlich auch. Ich sehe zumindest noch keinen Tinted Rock. War zumindest schon mal ein Bimpchen. Aber ich warte erstmal. Vielleicht haben wir irgendwo noch einen Tinted Rock. Natürlich will ich das für die Donation Machine einsetzen, dass wir eventuell im Item Room ein Item bekommen, das auch wirklich gut ist. Aber ich will nicht das Risiko eingehen, dass wir hier eventuell irgendwo einen Tinted Rock mit Small Rock, wenn möglich, noch haben. Und wir brauchen anscheinend bei meinen nicht vorhandenen Dodging Skills sowieso die Soul Hearts. Für einen garantierten Devil bzw. Angel Room. Okay, zweite Bombe. Ich glaube, damit hat sich das Ganze schon erledigt. Dann können wir doch schon mal direkt fortfahren Richtung hoffentlich besseres Item. Was will ich denn? Technology wäre ganz gut. Magic Mushroom. Metal Plate nicht. Ist jetzt auch nicht schlecht, aber es gibt der weitaus besseres. Okay. Flight und natürlich ein Eternal Heart, das ich verlieren werde. Hundertprozentig. Oh, da haben wir einen Tinted Rock. Sehr schön. My prayers have been answered. Sehr schön, hat sich ausgezahlt. Wir haben die Bombe zurückbekommen und noch ein Soul Heart dazu. Und haben mittlerweile natürlich... Und da war auch schon der erste Effekt von Dry Baby. Direkt den Raum geklärt. Sowieso in den Early Stages ist Dry Baby ziemlich gut. Vor allem, wenn es auch natürlich extrem häufig triggert. Dann zahlt sich das Ding auf jeden Fall aus. So, Ausschau halten nach Tinted Rocks. Mein ungeschultes Auge sieht zumindest hier gerade keine. Ah, da war schon eins. Aber ich... Ja, der Explosionsradius von dem Fass wird, glaube ich, nicht ausreichen. Leider keine Bombe zurückbekommen diesmal, aber naja. Halb so wild. Ein paar Items können wir uns abgreifen. Ragman, da habe ich ihn noch erwähnt und da ist er auch schon. Wunderbar. Will direkt mal seinen Senf mit dazugeben. Und genau deswegen ist er nervig, weil man so viel Damage braucht gegen diese Scheißdinger. Und er auch ganz gerne mal implodiert und dann die Dinger einfach trotzdem spawnt. Aber ich glaube, jawohl, wer? Naja, noch nicht ganz, aber wir haben ihn fast. Und bevor er noch irgendwas auf die Idee kommt, irgendwas zu spawnen, holen wir uns ihn direkt mal. Wir haben das Eternal Heart tatsächlich übrigens behalten. Ja, ist auch nicht das beste Item, aber okay. Quasi einfach ein, wie heißen die Dinger? Verdammt. Auf jeden Fall ein Matchstick dafür bekommen. Okay, Free Items. Leider kein Bümpchen, aber zumindest noch ein bisschen AP. Nehme ich gerne mit. Und ein weiteres Red Heart haben wir hier noch irgendwo rumliegen. Jawohl. Okay. Was haben wir hier gehabt? Metal Plate können wir... Na wohl. Gehen wir mal das Risiko ein. Rainbow Baby ist ganz okay. Schießt Random Tears jedes Mal. Kann man annehmen. Ist nicht verkehrt. So, genau. Das war alles auf dem Floor. Weiter geht's. Trinket war das Wort übrigens, was ich gesucht habe. Genau, ein Random Trinket bekommt ihr von Belly Button. Bei uns war es in dem Fall der Matchstick. Das heißt, mehr Bombendrops und die können wir auf jeden Fall auch gebrauchen. Wenn weiterhin so einigermaßen stattlich viele Tinted Rocks sich uns offenbaren. Sehr gut. Okay, leider kein Key, aber den
Item Room sollten wir uns logischerweise nicht entgehen lassen. Ja, aber jetzt wird schon... Ah, okay, da haben wir einen Tinted Rock, ich sehe schon. Genau hier. Nice, thanks. Fast als hätten wir Guppy's Tail, ey. Ja, mal nicht hier zu aggressiv werden, meine Freunde. Immer schön auf Distanz bleiben, dann können wir das auch Ganze auch hier schön aushandeln. Also zum Glück haben wir Flight, dadurch ist der Raum nochmal um einiges leichter. Hätten wir das nicht, wäre es ein bisschen schwerer. Bisher nochmal, ja, nicht wirklich. Ja, wir haben eine Health-Up-Pille, das ist schon mal nicht schlecht. Alles andere, das wir bisher hatten, ist nicht der Rede wert. Das war leider ein Trigger, der nichts bringt von unserem Dry-Baby. Relativ selten getriggert, was daran liegt, dass wir irgendwie extrem wenig Gegner haben, die Projektile feuern. Kommst du mal vielleicht hierher? Dankeschön. Fuck off. Na, ich sag's ja, wir brauchen die Soul Hearts. Okay, keine Tinted Rocks, so wie ich das hier sehe zumindest. Okay. Keys sind momentan so ein bisschen Mangelware. Wir haben natürlich den Item Room schon gesehen. Es war nur noch eine Möglichkeit, das Ganze auch zu öffnen. Und Charming Tears direkt. Sehr gut. Sehr gut. You ask and you shall receive. Wunderbar. Noch eine Stunde, noch ungefähr zwei Stunden übrigens, bis Dying Light installiert ist. Werde ich sofort reinschauen. Okay, machen wir uns den Run ein bisschen kaputt mit Dr. Fetus. Wir schießen jetzt quasi mit jedem Mal Bomben. Wurde extrem genervt im Vergleich zu Classic Isaac, in dem das Item fast so gut ist wie Epic Fetus. Aber der Bomben-Damage skaliert quasi hier mit eurem Damage, soweit ich weiß. Zumindest beim Item Dr. Fetus. Oh! Oh shit! Ja, okay, wir haben so viel zum Thema Devil Room Chance. Aber das könnte extrem interessant werden, der Run mit Tammy's Head und Dr. Fetus. Jetzt brauchen wir nur noch It Hurts, Feels So Good Item. I feel good. IV Bag. Nee. Bleiben wir bei Tammy's Head. Pyromania, glaube ich, war das Item übrigens, was ich meinte. Bei dem er eben durch Explosionen Schaden nimmt. Das wäre gerade perfekt. Perfekte Kombination auf jeden Fall. Und Tammy's Head ist ein One-Room-Charge. Kann ordentlich Damage austeilen, natürlich, aber... Ja, ich meine, wir haben Flight. Das heißt, normalerweise haben wir ja genügend Möglichkeiten, um rauszukommen. Aber ich glaube, das macht... Das ist eher unser... Ja, das ist eher unser Downfall, das Item größtenteils. Weil wir einfach nicht schnell genug wegkommen von dem Item. Oder beziehungsweise von den Bomben, nicht von dem Item. Das Gute allerdings ist, wir können jetzt immer Ausschau halten nach Top Secret Rooms. Den Run haben wir uns ein bisschen kaputt gemacht, weil alle Tier-Upgrades, die wir jetzt finden, die sind zwar gut für unseren Damage, aber... Alles andere wird logischerweise, oder überschreibt zumindest, Dr. Fetus nicht, was ein bisschen schade ist. Außer logischerweise sowas wie Mutant Spider oder so, das ist natürlich weiterhin... Extrem Strats! Okay, dann... dachte, das war Pin irgendwie, der in dem Raum ist, aber... Leider nicht! Sehr gut. Lemon Party. Wieder eine quasi eine 0%ige Chance für den Devil Room. Tammy's Head ist echt nicht so gut. Ich würde sagen, wenn ihr mal Deck of Cards mit. Das könnte sich vielleicht noch als nützlich erweisen. Nützlicher als Tammy's Head auf jeden Fall, weil durch Tammy's Head, wie wir gesehen haben, nehmen wir nur Schaden. Egal, ob wir Flight haben oder nicht. Ich glaube auch, Papa Fly wird nicht mehr so viel bringen, weil ich glaube, er schießt nur, wenn wir schießen. Glaube ich. Deswegen wird er jetzt nicht mehr so viel bringen wie vorher. Na gut, generell können wir den Matchstick eigentlich ablegen. Ich weiß nicht, ob der andere Item, ob der andere Drops nach einem Raum überschreibt. Bin mir nicht ganz sicher. Sagen wir einfach mal ja. Deswegen lege ich mal den Matchstick ab, weil wir haben sowieso Unlimited Bomben mittlerweile. Von daher brauchen wir das definitiv nicht. Wir brauchen nicht noch mehr. Nicht noch mehr als Unlimited.
was für Pillen wir hier haben. I can see forever, warum nicht? Müssen wir nicht ins Dunkle die ganze Zeit schießen. Kann natürlich gut sein, dass der Top-Secret Room da oben irgendwie schon war. Secret Room glaube ich in dem Fall ja noch nicht. Das sieht ja aus, als wäre der weiter hier unten. Was den Floor-Layout bisher zumindest angeht. Alright, Delight. Das könnte sich auszahlen hier. Left Hand. Ah, Golden und Grey Chests werden überschrieben mit Red Chests. Der Tower ist auf jeden Fall Arsch. Nehmen wir mal mit. Hab ja eh zwei linke Hände, wenn es jetzt um Deutschen geht. Von daher macht das auf jeden Fall alles Sinn. Also der von Final Fantasy X logischerweise. Okay. Secret Room und Top Secret Room direkt neben... Mein Gott. Interessant. Health Up, sehr schön. Schauen wir mal, was Pillen wir hier in der Rotation haben. Tears Down ist Arsch. Schlag Up ist super. Gulp ist... Naja, Lemon Party. Okay. Health Up in der Rotation. Das ist somit das Einzige, was wirklich gut ist. Schauen wir mal, was wir hier im Shop haben. Greed wäre auch ganz okay gewesen. Jar of Flies nehme ich normalerweise nie mit. Ach, holen wir uns mal einen Charge hierfür. Hanged Man. Ja, komm. Heute ist internationaler, ich nehme Items mit, die ich normalerweise nicht mitnehme. Tag. Auch genannt Live Ericsson Tag. Deswegen, warum nicht? Nehmen wir uns ein paar Fliegen hier mit. Haben direkt schon 3 Stück, 4 Stück damit. Und können direkt beim Boss dann natürlich auch loslassen. Ich weiß nicht, ob jeder Boss automatisch eine Fliege gibt. Könnte gut sein. Sieht so aus, ja. Achso, da oben haben wir sogar einen Counter links oben. Wir haben 8 Stück mittlerweile. Okay. Unleash the flies, yo. Gar nicht mal so gut, aber auch gar nicht mal so schlecht eigentlich. Ah, komm, den haben wir. Yes. Super Managed und sogar, mein Gott, sogar ein Devil Room. Was ist denn da nicht lös? Nicht richtig. Bringt mir das hier irgendwas? Let's find it out. Death's Touch. Nö. Gut. Alles klar. Damit haben wir eine 0%ige Angel Room Chance. Aber, okay. Ich glaube, damit haben wir alles hier abgegrast auf dem Floor. Deswegen, ab geht's. Mit uns in Depths. Jawohl, Depths 1. Komme ich voll mit klar. Ja, Masken. Ja, okay. Eine Sache gibt's auf jeden Fall durch Penetrative Shot. Wir schießen jetzt quasi durch Gegner durch. Also, okay. Bringt doch was. Gerade auch gegen Masken. Gegen Henry Maske. Okay, kann ein Fluch, kann aber auch ein Segen sein. 11 Fliegen haben wir uns damit direkt schon ergattert hier. Secret Room haben wir auch gefunden. Das heißt, links geht es auf jeden Fall noch ein Stück weiter. Logischerweise, weil das ist der einzige Weg, den wir gehen können. Macht Sinn. Keine Tinted Rocks, so wie ich das gerade sehe. Ja. Oh, ich habe auch das Trinket gar nicht mehr. Left Hand, hab ich das abgelegt oder was? Merkwürdig. Blackheart nehme ich auf jeden Fall. Wir haben 20 Flies ist anscheinend das Maximum. Und anscheinend scheint jeder Gegner auch eine Fliege quasi zu geben. Das ist schon mal super. Schauen wir mal. Ja, 20 ist Maximum. Und direkt ein One-Kill gegen Pommesstäbchen. I approve. Alright, Delight. Haben wieder 10 Stück. So ein bisschen Guppy Light quasi, das Item. Na gut, man kann auf jeden Fall ordentlich Spaß damit haben. So viel ist schon mal sicher. Wenn wir hier ordentlich noch was akkumulieren an Flies und die dann gleichzeitig wieder zünden. Obwohl, jetzt haben wir schon wieder alle verloren. Never mind. Brother Bobby. Das ist ein bisschen ein kleiner Lilith Run, so ein bisschen, ne? Okay, Golden Key. Der kommt eigentlich gerade recht. Nur Red Chest. Ist gar nicht mal so schlecht.
Ich schau gerade. Okay, wenn Fliegen... das ist der Nachteil hier. Wenn Fliegen irgendwas killen, bekommen wir keinen Charge für unseren Char of Flies. Das heißt, wir müssen die Gegner selber killen. Wenn sie von unseren Fliegen gekillt werden, dann zählt das quasi nicht für unser Spacebar-Item. Das war schon alles, okay. Erstes Guppy Piece. Guppy's Collar. Kriegt direkt einen Wut-Collar. Jawohl, Predictive Shot. So, Greed? Nope. Einen weiteren Familiar? Okay, ist ein Familiar One anscheinend. Lord of the Dead, King Baby. Genau, ich glaube, jetzt verfolgen alle den King. War das das? Glaube ich schon. Genau, und wir können ihn auch chargen lassen hier. Ah ja, wenn ich jetzt gedrückt halte, dann bleibt er hier stehen und bleiben alle anderen Familiars da auch stehen. Aber gut, wir haben sowieso... Eigentlich bringt er in dem Fall uns absolut gar nichts, weil wir haben sowieso... ein Item, bei dem wir nicht chargen müssen oder gedrückt halten müssen. Da können wir schon, aber es macht nicht viel Sinn. Macht eher Sinn, die... Oh, wir haben noch kein Trinket, also warum nicht? Bringt absolut gar nichts, aber sieht einfach cool aus. Wiggle, wiggle, wiggle. Oh yeah, big boy. Nur sitzt in... Ah, okay, dachte, wir hätten schon wieder das Maximum geholt hier. Full Health. Ah, ist doch gar nicht ein so schlechter Lazarus-Run, muss ich sagen. Lange nicht mehr mit Dr. Fetus gespielt, seitdem das Item hier absolut in den Boden genervt wurde in Afterbirth. Aber es geht eigentlich. Es geht. Vor allem, wenn man mit einberechnet, dass wir eigentlich kaum Damage-Ups gefunden haben. Kaum bis gar keine, um genau zu sein. Top-Secret-Room können wir noch eventuell Ausschau halten. Könnte hier sein? Ne, kann er nicht. Hier eventuell. Hier unten kann er schon mal nicht sein. Hier rechts auch nicht. Hier rechts oder... Nee, links nicht. Rechts schon eher. Da war ich mir eigentlich jetzt so 100% sicher. Okay, unauffindbar würde ich sagen. Machen wir direkt weiter. Mit Le Boss, that's one. Und ich glaube, wir haben bisher noch... Ja doch, bisher haben wir noch nicht Greed im Shop gesehen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er im nächsten Shop ist, ist relativ hoch. Sisters Wiz. Sollte nicht allzu lange dauern, vor allem wenn die so schön dicht beieinander stehen die ganze Zeit. Okay, Nummer 1. Der Kollege hat einen kleinen Wutcaller natürlich. Ja, soviel zum Thema Predictive Shots. Komm, jawohl. Jesus Juice, Damage und Range Up und ein Item, das wir absolut nicht brauchen, Book of Sin. Gibt uns einen random Drop, kann entweder ein Black Heart sein, Key, Red Heart oder Bombe, ich glaube das war alles. Alles was nach der Komplettierung eines Raums logischerweise droppen kann, minus Black Heart, was glaube ich nach einer Raumkomplettierung nicht droppen kann. Necropolis 2 ist nicht ganz so gut, aber machbar auf jeden Fall, tschüss. Lord of Flies. Da hat einer seinen Meister gefunden, auf jeden Fall. Der wahre Lord of Flies. Oder der Lord of Lies? Hm. Und das wurde anscheinend von einer Fliege gekillt, weil wir gerade dafür keinen Charge bekommen haben. Da habe ich genau drauf geachtet. Oh yeah. Oh yeah. Könnten wir eventuell noch gebrauchen. Werden wir sehen. Wir haben genügend Coins auf jeden Fall für Le Shop. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich dahinter Greed verbergen wird. Da haben wir auch schon... Mal schauen, ob meine Hypotenuse, wollte ich schon sagen, meine Hypothek oder Annahme auch korrekt ist. Hypothese. Genau. Na, na, na. Ja. Yup. Okay. Sie entspricht nicht der Wahrheit, Watson. Ach, Black Bean. Wunderbar. Okay, das ist Double Item Vision. Das heißt, wir bekommen das Item, das wir sehen, doppelt. Ich glaube, Jaw of Flies macht noch mehr Spaß, weil ich das bisher noch nie wirklich eben benutzt habe. Ja. Ist Grund genug, auf jeden Fall weiterhin bei unserem...
Jar Jar auf Fleiß zu bleiben. Unser Glas voll Lügen. Ah, ich hasse solche Räume. Die sind eigentlich mega easy, aber ich stelle mich einfach nur extrem blöd an jedes Mal. Als hätte er nie was anderes gemacht. Und er wurde trotzdem fast getroffen, rechts unten. Aber eben nur fast. Und genau das macht ihn so menschlich. So, 14 Flies kann man schon mal loslassen. Warum nicht? Unleash it! Shit. Ach, verdammt, wollte ich eigentlich selber killen. Naja. Okay, warte mal hier. Two-Pip-Room, nicht interessiert. Ich müsste mir echt langsam mal durchlesen und merken, was die einzelnen Pip-Rooms bringen, weil ich habe keine Ahnung. Bouncer Key? Okay. Ja, wohl, so viele Keys brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Ich habe 10 reichen vollkommen, vielleicht sogar 8. Ganz vergessen. It lives. Ne, müsste Moms Heart sein. Das heißt, Womb 2 und so viele Golden Chests finden wir, glaube ich, nicht. Eventuell haben wir noch, ja genau, ein Challenge Room haben wir auch noch, aber ich glaube, das ist ein Boss Challenge Room, den wir mit San Yong Godok, na, mit 7 Red Hearts natürlich nicht betreten dürfen. Schade, leider auch kein, ah doch, da ist sogar ein andotzender Secret Room, vielleicht können wir uns von da aus reinspringen. Das wäre eine Möglichkeit natürlich, mein lieber Watson. Machen wir das mal, weil irgendwie habe ich gerade Bock auf so ein legeres Item. Oder 4 Red Chests. Ah, 2. Guppy Piece. Vielleicht bekommen wir noch 2 andere hier. Oder ein anderes hier. Das wäre Luxus. Naja. Da hat er es beschrien. Natürlich passiert es dann nicht. Ich liebe diese Gegner. Zum Glück haben wir Flies, die sich mit den Host-Heads hier schön befassen können. Health Up brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben noch genügend Soul Hearts rumliegen. Die bringen, glaube ich, ein bisschen mehr als ein Health Up. Lemon Party. Hier haben wir noch eine, die wir nicht kennen. Lockdown, kein Problem. Wir haben irgendwie 80 Luck-Ups gefunden. Von daher gleicht sich das ganz gut aus. Orf, weg damit. Ansonsten haben wir hier noch eine. Ja, Full Health brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Good. Bahnen wir unseren Weg. Ah, perfekt. Hier raus. Top Secret Room könnte irgendwo rechts oben sein, aber ich werde hier nochmal ein paar Bomben loslassen. Ne, hier kann er definitiv nirgendwo sein. Was haben wir hier? Pheromones, okay. Könnte noch hier oben oder unten sein. Yep. Yep, okay. Direkt wieder ein paar Pills. Luck up. Sehr schön. Kommt drowsy, von mir aus. Noch ein bisschen mehr. I can see forever, brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Okay. Ja, okay. Lemon Party ist extrem scheiße gegen Mom. Ich dachte, das macht ein bisschen mehr Damage. Leider nicht. Nach wie vor Trash, trashed hier, die Pille. Bisschen wenig Range gerade für uns. Ja. Nice. Leider sind wir 4 Minuten zu spät für Boss Rush. Jetzt nehmen wir uns das Polaroid mit. Und weiter geht's Richtung Womb. XL, Utero, Womb 1, Curse of the Blind. Machbar. Da wir sowieso nichts rerollen können, ist das kein Problem. Lockdown, hätte ich fast Q gedrückt. Pheromones, Bomber Key. Ja, behalten wir erstmal. Vielleicht brauchen wir noch ein paar. Also nur ein Key ist auf jeden Fall zu wenig ab Womb. Beziehungsweise Utero. Wir dürfen nicht vergessen, ein weiterer Devil Room wäre auf jeden Fall zu wünschen. Mein Gott, wir hätten so einen krassen Onslaught an Fleiß übrigens, fällt mir gerade ein. Wenn wir wirklich Guppy werden sollten, wir haben 2 Items schon, fehlt nur noch eins. Dann, ja, dann haben wir eben Fliegen, die wir mit Guppy generieren und
Mit unserem Jar. Das ist extrem krass auf jeden Fall. Gut. Eine weitere Pille, die wir nicht kennen. Paralysis. Relativ trash. Full Health brauchen wir hoffentlich nicht. Sieht ganz gut aus für uns momentan. Lockdown. No. Tears down. Nope. Luck up. Gerne. Lemon Party. Health up. Ah, komm. Warum nicht? Bleiben wir mal bei Bomsaki. Die könnte sich später noch als nützlich erweisen, eventuell. Nein, nee, wobei, wir fällt alle ein. Wir können die 15 Keys eigentlich locker behalten, weil wir brauchen sowieso keine Bomben. Davon mal ganz abgesehen. Wir haben ja sowieso Dr. Fetus. Scuppy Item? No. Direkt zwei Solars. Den Tinted Rock habe ich nicht gesehen. Und den hätte ich wahrscheinlich auch übersehen weiterhin. Schauen wir, dass uns die Fliegen hier ein bisschen aushelfen, weil ich hasse diese Gegner, vor allem mit Dr. Fetus. Wegen dem kleinen Delay, bis die Bombe eben hochgeht. Da sind die meisten schon direkt an einem ganz anderen Ort. Oh mein Gott, vier Solars. Warum habe ich das Health abgenommen? Oder die Health-Up-Pille. Gab hier Item? No. Ich soll es nicht erwähnen, vielleicht ist es dann wahrscheinlicher. Vielleicht ist es ein bisschen schüchtern. Also Dead Cat wäre momentan auf jeden Fall, also die Katze übersetzt, wäre auf jeden Fall gerade so mein Lieblingsitem, weil dann könnte ich die ganzen Solars immer noch mitnehmen. Sehr schöner Proc vom Dry Baby. Cleared alles und, da haben wir es auch gerade schon gehört und wir sehen es auch auf der Map, links haben wir den Top Secret Room. Wir können die Matrix betreten. Gehst du mal down, du Mistvieh? Hallo? Da. Hat sie ausgekrochen hier. Das hätte ich nicht machen sollen. Wir haben viel zu viele Red Hearts. Ich glaube, ich wechsle nochmal auf die Full... Oder habe ich die... Ich glaube, ich habe sie nicht eingesetzt, die Full-Health-Pille. Dann können wir eigentlich nochmal auf die wechseln. Vielleicht brauchen wir die doch noch. Bei so viel Red Heart-Container, den wir gerade hier... Kontaminieren, wollte ich schon sagen. Jetzt habe ich komplett das Wort vergessen, was ich sagen wollte. Ansammeln. Macht Full-Health auf jeden Fall Sinn. Wen haben wir hier? Skrillex. Irgendwie habe ich damit gerechnet. Der zeigt sich jedes Mal in Womb, beziehungsweise in Utero 2. Oh ja, sehr schön nochmal Damage vom Dry Baby hier gefressen. Genetzt hat er den. Okay. Das ist sogar erträglich, Skrillex hier mit Dr. Fetus. Gab hier Item. Ich soll es nicht erwähnen, verdammt. Damn it. Marbles, Choking Hazard. Okay, das macht gar nichts. In Kombination hiermit. Nö. Crack Crown. Stat Booster auf alles, glaube ich. Ein kleiner Boost für alles. Gerne. Okay, Secret und Top Secret Room haben wir beide mittlerweile schon gefunden. Wir haben noch einen Challenge Room allerdings. Und ich glaube, den werde ich auch gleich mal betreten. Falls ein Red Chest drin sein sollte, umso besser. Gut. Nummer 2. Hm. Hätte man sich auch sparen können, auf gut Deutsch. Ah, gut. Loki. Machen wir hier die Ehrenrunde. Oh, you sneaky bastard, du. Oh, das könnte ein Problem sein, hätten wir nicht unser Jar of Flies. Verdammt. Und sogar Black Bean macht da einigermaßen Sinn. Ist quasi wie The Virus, so gesehen übrigens. Nur halt mit einem größeren AOE, deswegen ist es sogar ein Stück besser, besser noch als The Virus. Nur, dass es halt für keine Transformation eben letzten Endes gilt. The Virus hingegen schon natürlich. Und okay, er schluckt keine Bomben, wenn wir ein bestimmtes Item eben haben. Sowas wie... bei uns, was war's bei uns? Death Scythe, genau. Dann hat er keinen Bock hier irgendwas irgendwas in den Mund zu nehmen, Kollege Larry. Okay, oh shit. Ja, super. Aber hey, wir haben vier Soul Hearts rumliegen, von daher können wir uns alles leisten hier. Ist kein Problem. Ist okay.
extrem merkwürdige Tricky Rooms hier. Hatte ich eigentlich ein bisschen mehr erwartet hier von Womp One. Wir könnten rein theoretisch sogar hier ein bisschen was sacrificen, weil wir haben sowieso genügend Soul Hearts. Ja, einen zu wenig, glaube ich. Für Max Health, ja. Zum Pill Room werde ich nochmal gehen, denn ich glaube, wir haben die Full Health Pille nicht eingesammelt. Oder eingesetzt, besser gesagt. Lemon Party, Lockdown, Tears Down, Lockdown. Haben wir doch, verdammt. Außer, wir haben hier links noch irgendwo eine liegen. Nope. Da hat er Q gedrückt, bevor er nachgedacht hat, der Giant letzten Endes. Naja. Good, good, good. Nicht nochmal Damage davon nehmen, auf jeden Fall. Ich habe noch einen Key irgendwo rumliegen, den ich anscheinend übersehen habe. Yep. Und direkt ab Richtung entweder Womb 2 oder Utero 2. Werden wir sehen. Wir haben 16 Fleiß mittlerweile akkumuliert. Ich würde sagen, die lassen wir auch direkt frei. Nope. Ich bleib bei Wiggle Worm und bei Cracked Crown natürlich. Guard Room 2. Okay, neue Gegnerart natürlich. Ja, ein bisschen biestig, aber kommt man schon mit klar. Man muss einfach nur in Bewegung bleiben gegen die. Dann können die einem auch Janisch Spartenkirchen. Und das Gute ist natürlich, euer Jar of Lies, wie ihr gerade gesehen habt, ist natürlich ein Zero Room Charge. Das heißt, ihr könnt ihn. Könntest du direkt einsetzen, auch wenn es gerade nicht on, wenn es gerade komplett null ist. Passiert dann einfach nichts. Drowsy und Horf. Lucky. Weiter haben wir noch Drowsy. Schauen wir, dass das auf jeden Fall von der Map weg ist mit uns. Ich wundere, was da für eine Pille noch rumlag. Wir haben schon Dr. Fiedes mittlerweile, mit dem wir sowieso in alle Secret und Top Secret Rooms können. Ohne dass wir irgendwas an Bomben dafür bezahlen müssen und bekommen dann trotzdem immer noch I Can See Everything Pillen. Kein Guppy Piece. Man! Schaufel hätten wir uns eventuell holen können. Ah, Full Health. Okay, das ist schon mal gut. Lemon Party können wir eigentlich gleich mal hier für Kollege Larry droppen. I don't need to do shit. Ich bin Pazifist, zumindest gerade in dem Fight gewesen. No, no shit. No, 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 fuck. Gerade ja kurz zum Franzosen geworden. Na, shit. Das hätten wir da sogar. Mehrfach hätten wir hier. Haben wir Situationen gerade gesehen, in denen man eigentlich hätte rauskommen sollen. Und das sah bei meinem Screen eigentlich auch schon fast so aus, aber. Game sagt nein. Und dem Willen müssen wir uns leider beugen. Mein Gott, Game. Ich nehme die Schaufel schon mit, keine Sorge. Obwohl, die Frage ist, ob wir überhaupt nochmal zum Devil Room kommen. Weil wir haben wieder null Soul Hearts. Wie auch immer das passiert ist. Ja, durch Unvermögen in Sachen Dodgen, logisch. Dachte direkt wieder ein weiterer Beam zum Devil Room. Bleiben wir bei Full Health. Wir werden es brauchen. So instant 20 Fleiß übrigens mit Battery wäre ganz geil. Und ein bisschen OP auch. Okay, das wäre in dem Fall ein Teleport zum Item Room, da wir sowieso keinen mehr haben hier ab Womp. / Utero ist es quasi einfach ein Port in einen random Raum auf dem Floor. Ja, ab hier könnt ihr vergessen, dass ich irgendwie Tinted Rocks erkenne, weil das
Erkenne ich definitiv nicht. Schöner Pock auch gerade wieder von unserem Dry Baby. Und ich glaube übrigens, das zählt dann sogar auch als Fliege, die wir spawnen, wenn Dry Baby hier komplett alles im Raum zusammenlegt. Das nenne ich doch mal dodgen hier. Schon viel besser. Viel besser als im Challenge Room vorhin. Okay, Dankeschön Fleiß. Ihr seid hier auf jeden Fall eine große Hilfe gegen diese Scheißdinger. Bei Dr. Feed ist es hier für nicht optimal. Aber wegen diesem kleinen Delay, was das Explodieren angeht. Das Game teast mich hier weiterhin mit Red Chests. Aber nicht mit dem gewünschten Inhalt, leider. The Dodgers. Und der Pock kam ein bisschen zu spät. What the fuck? Direkt Double Spiders hier. Du isst aber auch mal gut so langsam damit. Sehr schön. Sehr schön, Dry Baby. Ich hab Fleiß. Die Fleiß machen so einen Raum tatsächlich extrem erträglich. Hätte ich nicht gedacht. Das ist eine ganz gute Synergie eigentlich, die Dr. Fetus und Jar auf Lügen hier hat. Könnte eventuell noch ein Fan davon werden. Ich meine, jeder Kill, außer dass es von der Fly, die ihr gespawnt habt, logischerweise. Jeder Kill gegen einen Gegner ist quasi eine weitere Fliege. Und man akkumuliert, mein Lieblingswort, die doch relativ schnell sogar. Jedes Mal. Ich meine, jetzt haben wir schon wieder eine. Das wären zwei, das wären dann vier. Außer, genau, sowas passiert hier. Dass einer unserer Kamikaze-Flies sich da schön mal mit dem auseinandersetzt. Leider nur drei Flies jetzt hier im Fight, aber wir können eventuell ein paar mehr generieren, wenn wir hier, wenn hier Teratoma oder so noch was oder so kommen sollte. Oder Fistula. Sollten wir Mom nicht schnell genug killen, heißt das. Oh, shit. Und Dry Baby natürlich hier wunderbar. Ah doch, wir machen ganz guten Damage. Das sieht wunderbar aus. Sheet. Und das letzte Guppy. Moment. Wir können den Run noch ein bisschen weitermachen, würde ich sagen. Oh ja. Yeah. So strattet man einen Daily Run. Normalerweise wäre jetzt hier schon Ende gewesen, aber wir machen natürlich Sheol. Denn we are the best. Schön ausgesmorgt hier. Das gibt nochmal schönen Punkte auf jeden Fall für unseren Daily Run. Bin mal gespannt, wo wir uns letzten Endes platzieren. Vor allem der Run ist noch relativ frisch. Das heißt, noch nicht so viele Leute haben hier gezockt. Das heißt, wir kriegen ein extrem hohes Ranking. Oder Rating. Nee, Rating nicht, aber Ranking. Aber gut, dass wir ein 0%ige... warum mache ich nicht mit meinem Fleiß? Eine 0%ige Angel Room Chance haben. Denn dadurch haben wir jetzt auf jeden Fall versichert, dass wir da eben We Need To Go Deeper auch direkt haben. Ansonsten hätten wir eventuell einen Angel Room gehabt und dann wäre der Run vielleicht schon vorbei jetzt. Und Godhead wäre wahrscheinlich sowieso nicht immer im Angel Room gewesen. Wahrscheinlich der Sea Scrolls. Und ich will immer noch, dass Edmund McMillan da einen Patch rausbringt, dass fucking Dead Sea Scrolls aus dem verdammten Angel Room Item Pool rausgenommen werden. Ich meine, ich habe selten Angel Rooms gesehen, auch wenn ich extrem viel mit Isaac zocke, nach wie vor. Und deswegen logischerweise sehe ich auch extrem wenig Dead Sea Scrolls in Angel Rooms. Aber trotzdem, es ist einfach Schwachsinn, dass das ein Angel Room Item mittlerweile ist. Es macht null Sinn, es ist ein Drecks-Item. Das ist nach wie vor, das ist, that is not an insult, that is just a fact of life. Ja. Yeah. So, da haben wir es doch. Da haben wir Guppy. Ja, geil. Gib mir mal eine Guppy. Sehr schön. Die Frage ist jetzt, wenn unsere Flies irgendwas killen, ob das trotzdem als Charge zählt? Werden wir sehen. Aber wir haben extrem wenig HP übrigens. Wir verbrennen auch jetzt dadurch. Aber Guppy sollte das Ding eigentlich schon drehen. Wobei wir irgendwie extrem wenig Flies gerade haben. Das ist gerade ein Grund zur Besorgnis. Obwohl, es geht. Solange wir noch welche on screen haben, ist alles gut. Und ich hätte mir einfach jedes Mal das Jar. Ich meine, warum nicht? Ich
schon mal. Okay, wenn unsere Flies was killen, dann zählt es auf jeden Fall weiterhin, nicht? Bisschen schade. No, no. Good. Okay, je mehr Soulhearts ich bekomme, desto besser auf jeden Fall. Clean Hit gerade. Ja, fuck. Ah, den haben wir. Na, haben wir nicht. Mm. Sehr gut. Ah, ein paar mehr Bomben. Mittlerweile haben wir auch Poison für unsere... für unser Dr. Fides. Hallöchen. Komplett unerwartet. Blackheart? Nope. Bin mir unsicher, ob überhaupt Blackhearts darunter spawnen können, ehrlich gesagt. Aber wir haben leider keine Balls auf Steel-Pille in der Rotation anscheinend. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile schon jede Pille gesehen, die wir hier in dem Run auf jeden Fall haben. Und ja, Balls of Steel ist leider keiner davon. Dafür Full Health, was uns natürlich jetzt mit, Dead Cat logischerweise herzlich wenig bringt. Das hier allerdings ist quasi Balls of Steel, mehr oder weniger. Hashtag Freu. Ja, nehmen wir dann eine Party. Das ist kurioserweise gerade wirklich die bessere Entscheidung. Curse of the Tower? No. No. Das ist Bullshit. Das ist richtig scheiße. So ein bisschen wie vorhin meine Entscheidung, Guppy's Head mitzunehmen. Nicht Guppy's Head, Tammy's Head. Okay. Okay. Yes. Pandora's Box. Ich glaube, ein random Devil Room Item in Sheol. The Mark. Und hallo. Genau, der Mark logischerweise auch ein Soul Heart. Wir haben noch ein random Sin Heart anscheinend bekommen. Black Heart. Okay. Wir sind mehr oder weniger back in the game so ein bisschen. Außer ich stelle mich extrem bescheuert an nach wie vor, so wie das bisher schon der Fall war. Ja, und das Gute ist logischerweise, in Red Chests können wir natürlich auch Soul Hearts finden. Das ist natürlich eine wunderbare Situation, in der wir uns gerade befinden. Zumindest in dem Kontext. Jo! Balls of Steel quasi. Nice. If the game doesn't want to give you Balls of Steel, just make it yours. Oh. Oh, shit. Nee. Cursed Eye? Nein. Don't. Just don't. Spiele jedes Mal, als hättest du nur noch ein halbes Red Heart. Diese Philosophie sollten wir uns merken. Jetzt wären wir schon down. Spiel, als wärst du der Lost quasi. Ohne Holy Mantle. Gütchen, Sädchen. Dann wollen wir mal. Oh, fuck. Okay. Nein! Ah! Diese Drecksstatue. Wie kann man nur so narzisstisch veranlagt sein? Okay. Kannst mal stehen bleiben jetzt? Wäre ganz cool. Willst du mich gerade verarschen, The Fallen? Okay. Gut. Interessante Lebensentscheidung, die du gerade hier getroffen hast. Verdammt nochmal, du Scheißvieh. Was war das denn hier gerade? Das war unnötig, war das. Ja. Oh Gott. No. Okay. Whoop. Release the hounds. Release the dog pound. Shit. Oh, sehr schön. Sehr schön. Wir spawnen direkt im selben Raum. Ich glaube, das war Guppy's Collar. Ich dachte schon, jetzt geht's los, dass wir zehnmal hintereinander down gehen. Sehr gut. Yo. Ich würde sagen, wir clearen auf jeden Fall das hier komplett, bevor wir... Ich hätte We Need to Go Deeper behalten können. Vielleicht hätten wir dann noch einen weiteren... hätten wir dann noch den Dark Room machen können. Wäre Strats. Auf jeden Fall. Das gibt wieder Minuspunkte. Warum sind unsere Bomben gerade auch so schnell übrigens? Das ist gerade ein bisschen merkwürdig. Seht ihr das? Irgendwas stimmt da nicht. Aber gut. Das könnte vielleicht dieses Anemia-Dings-Item sein, das wir da als standardgemäß als Lazarus haben.
Was haben wir hier für ein Item gehabt? Curse of the Tower. Das Suicide-Item. Mhm. Secret Room können wir noch... Ja, können wir noch ausfindig machen. Ah, sehr schön. Lazarus 2. Warum sind unsere Bomben so schnell? Das checke ich gerade irgendwie nicht. Ist es Anemia-Item? Keine Ahnung. Vielleicht. Und natürlich Double Spiders. Davon haben wir ja noch nicht genug gesehen in dem Run. Mal ein bisschen vertreten. Gell, damit haben wir, glaube ich, komplett alles abgeschlossen. Genau, das war Cursed Eye. Wunderbar. Schauen wir mal, wo uns, auf welchem Platz uns das Game letzten Endes hier rankt. Wir sind scoremäßig nur auf 674. Das ist eigentlich mindestens 500. Und timetechnisch auf 1509. Okay. Tatsächlich. Schauen wir mal, was wir für den ersten Platz gebraucht hätten. 87.000 und wir haben stolze, ein bisschen weniger, 24.000. Aber anscheinend sind wir nicht der Einzige, der We Need To Go Deeper letzten Endes eingesetzt hat. Um das Ganze nochmal ein bisschen zu, um nochmal ein bisschen höheren Highscore zu kriegen. Und okay, der Run geht schon 10 Stunden, von daher dachte eigentlich, der war gerade extrem frisch. Und deswegen, das erklärt auf jeden Fall, warum wir so ein relativ niedriges Ranking dann letzten Endes doch noch haben. Aber jetzt, das war zumindest ein Run mit Lazarus. Ganz guter Run. Natürlich durch mein Unvermögen, was Dodgen angeht, war es um einige Male extrem spannend. Und ja, generell für einen Lazarus-Run kann man das auf jeden Fall so stehen lassen. War ganz okay. In dem Kontext hoffe ich, dass euch der heutige Daily Run in The Binding of Isaac Afterbirth Plus gefallen hat. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten The Binding of Isaac Afterbirth Plus Daily Run, wenn ihr denn wollt, wieder, liebe Freunde.